she will never do it again! We gotta leave! Now! You know, it was so smart of your coalition to attack my ship above an inhabited planet. Whatever happened to that prime directive of yours? You think you're some blameless force of nature, don't you? That the rules don't apply to you! It's my world on the line. You know exactly how far I'll go to ensure its safety. Your world is in danger because of the suffering you caused to the other worlds! My actions have hurt people? I had no idea. I'm dreadfully sorry. Really? He's lying! I have a lot of work to do, so let's make this quick. Kill them. Pressure overload detected. The facility will implode in 6 minutes. Don't let them escape! Find out who did this. Can you sense where she is, Mila? Something's coming! Something very, very big is coming! Stay behind me! Halt! I said halt! Well, look what we have here! Have you seen Lilac? The dragon girl? Afraid not. Well, what's with the army? Zhao and his goons are about to attack Shui Gang. I'm not about to let that happen. Zhao is going to war? Not if we reach him. All he needs is a little bit of persuasion, if you know what I'm talking about. We're friends with him. Maybe we can ask him to stop. Yeah, like that's gonna work. Hey, wait a minute. I think you might be onto something. Hop in! Wah. We ain't gonna be hidden forever, spaceman. Be quick about it. For sure. It's what we're all about. Stop! What are they doing here? Nice hat. Nice gut. Let me help! It seems that we have a common enemy, Zhao. So let me get this straight. The Magister says that if we join together and fight Mr. Braven, we get half of the Kingdom Stone's energy. Sounds like a fair offer, does it not? Are you kidding? My city needs way more than half! Ha! You just want to hog the last of our reserves. I know you feel a little jealous, but I can't help if my city is bigger than yours. Hold on a minute, fellas! This is exactly what Brevin wants! For you two to fight while he gets away with all of your energy! What difference does it make if it's Brevin or this swine? We're marching into Shui Gang whether you like it or not! You don't have the guts! Kneel before the ancient beast! Oh! You're saying that the should work together? Oh, of course! Oh, please don't eat us! It couldn't have been her. Could it? Careful what you wish for. Guys! It's really you! You came back! Where have you been? How did you do? I didn't do it. This little fella did. Yeah! It's okay, guys. This robot wasn't made by Brevin. Really? It's a long story. But the Magister believes us now. Aw, yeah! That's my girl. My friends,
We have been blessed with the seal of the dragon. We must heed its call and join together for the greater good. Under my leadership. You can't be serious. What can you tell us about the invaders? Well, Brevin is a starship commander. He doesn't have as much experience fighting on the ground as you do. Then we shall take the battle to the streets! But we need to cross the snowfields without getting wasted. We do have one advantage. Brevin wants the four of us dead, no matter what. If he sees us coming, we can distract him. A diversion? Do you really think you can pull it off? Remember all the times we distracted you? Point taken. What about the stone? How do we get it back? I could modify one of my hacking devices to knock out power to the engine mainframe. In my language... Kill the power, get the stone back. Right? You got it. The alien army has commenced its attack. Give the order to your troops. It will be done. You ready, Carol? Ready to rock. Find the commander and his pets and tear them to shreds. And leave the brains intact if possible. I might use them for something. Belong together. Fire at will. Let's show this green maniac how to save a planet. Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer CrushFortific89 zurück bei Let's Play Again Freedom Planet für Nintendo Switch. Und ja, wir steigen wieder auf die Panzer. Wie mit Carol zuletzt schon, machen wir das jetzt auch mit Mila. So, schön aufpassen, dass ich nicht getroffen werde dazwischen. Zum Glück habe ich hier als Panzer deutlich mehr, also wieder doppelt so viele HP. Also schön aufpassen, dass ich sie auch schön behalten kann. So. Diesmal sieht es gar nicht so schlecht aus, aber ich sollte lieber nicht den Tag für den Abend loben. Wow. Ja, und schon habe ich einen Treffer dafür kassiert. Und den nächsten. Alter! Ich muss aufpassen hier. Hat er gesagt, er hat es getan. Ich will halt nur, dass mein Flammenwerfer aufgeladen ist. Aufpassen. Nein! Okay, ein letzter Treffer noch. Das war's wieder für mich. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ob ich das noch schaffe hier? Moment, auch wenn der Flammenwerfer noch so schwach ist, reicht das trotzdem? Anscheinend ja. Ja, aber jetzt noch ein Treffer hiervon und das war's. Ja. Aber wenigstens fange ich jetzt wieder beim Boss an. Schade nur, dass ich ihn wieder nicht ohne Lebensverlust schaffen konnte. Wow, Alter, dieser Laser ist echt schwer zum Ausweichen. Generell den ganzen Strahlen ist hier nicht einfach auszuweichen hier. Aber wenn man ihn gut genug beballert, dann passt das schon. Okay. Wir kehren wieder zurück zu Battle Glacier. Dann mal los, würde ich sagen. Ich wollte da oben lang, aber okay, dann... hier unten, wenn es sein muss. Aber Vorsicht! Vor den Bohrern. So, jetzt aber weg mit dem verdammten Bohrer und ja, dafür werde ich dann von denen hier getötet oder was? Komm jetzt hoch da. Ach, schade. Ich komm da nicht mal hoch, oder was? Doch, geht. Ja,
weil sie sehen nur für... Ja, was soll's. Ist das doch nicht euer Ernst? Oh! Da komme ich so einem Stacheln so nahe, das kann doch nicht wahr sein, ey. Dann eben jetzt voll geheilt und dieses Mal... Lass ich mir das nicht nochmal bieten. Dann eben halt jetzt mal in Speedrun. Mehr oder weniger. So. Schön aufpassen, dass ich hier nicht wieder von irgendwelchen gemeinen Gegnern gemein überrascht werde. So. You too slow! Ach, das ist aber jetzt echt geil gelaufen gerade am Ende. Ja, was denn? Wo schießt er denn das hin? Na toll. Dieser blöde Spastenroboter. Da haben wir auch nochmal mein Schild nochmal weg. Ich wusste, dass er doch die Starren ausfährt. Ich wollte da durchrushen. Vorbei an diesen blöden Spackos. Toll. Na, lass die Stacheln doch sein. Oh, jetzt ballern die wieder auf mich. Nimm doch den Würfel, bitte. Warum schießt er das so weit nach oben? Ach, wurscht. Ich will jetzt nur noch eins und zwei hier durchkommen zum Ende. Spacko! Oh! Oh! Riesenbohrer. So, also. Jetzt auf zum Ende. Aber ein bisschen plötzlich. Ignorieren wir möglich alle Feinde. Die Feuerschild bin ich auch, fühlt mich auch fast schon am sichersten. Okay, dann lieber ein Kristallschild, wenn es sein muss. Oh, da. Ey, fahr nicht ohne mich weg. Bitte. So, dann mal los hier. Sehr schön. So. Wow. Auf so eine lahme Art und Weise mein Schild zu verlieren. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das sei. Auch noch passieren muss. Okay, der zeigt einen, wo fester Boden ist. Das ist jetzt schon ein richtiges Labyrinth hier. Wie komme ich denn da eigentlich runter? Zu der Heilung da. Alter! Das kann heikles Durcheinander bringen. Ach je. Dann halt nicht. Schade, weil ich wollte da oben mal gucken. Ich hoffe, dass da keine Karte war. Denn zumindest eine, die schon. Vielleicht war ich eh schon dort oben. Oh Mann! Dieses verdammte Schlachtschiff. Hat mich wieder eiskalt erwischt. Was? Das überlebt er? Ja, da musste ich ihn nur richtig treffen, dann hat das. Dann passt das auch. Hm.
So, jetzt war. Eigentlich hätte ich den schon längst ignorieren können, aber. Oh, nice! Immerhin eine wieder. Ich habe wahrscheinlich noch lange nicht alle, aber was soll's. Au. Wie wär's, wenn du mal auf die Stacheln aufpasst? Nur so als Tipp. Na toll, da schaffe ich es, ihn zu töten und dann erwischt mich so eine Bohrerrakete. Als fucking ob. So. Immerhin ist die Karte bereits gespeichert. Oh. So. Lass mich einfach nur weiter hier. So, und Tschiskowski. Weg mit dir, Spacko. Das gilt auch für euch. So, lasst mich jetzt durch, bitte. Oh Mann. Schlachtschiff kündet sich wieder an. Um einen wieder mit Laser zu beballern. Au, das war ein Volltreffer. Ein ganz krasser Volltreffer hier. Aber das war auch ein ziemlich guter Treffer. Oh, shit. Wie soll man so noch entgehen können? Nein. Oh, shit. Oh, das war eng, ey. So, und tschüss. So, weiter im Programm. Oh, Mini-Boss-Action. Oh, ja, toll. Komm jetzt! Oh nein! Nee. Das war klar, dass das nichts bringt. Scheiße. Ich muss auf die Trampoline achten. Oh! Oh. So ist ein Trampolin. Ah! Mann! Ah! Shit. Come on! Schnell, Trampolin! Uff, das war sau eng, ey.
komm. Mann, ich möchte gerne wissen, wie viel Treffer so war. Oh nein, 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 schnell. Ich frag mich, wie ich mich dann beim Brevin-Endbosskampf mich davor schützen soll. Alter, wie hält das Ding echt aus? Gott. Nein! Ach Mann, soll ich ihm schon so viele Treffer zugefügt und der will einfach nicht down gehen? Sehr schön. Ah, das war daneben. So. So kann man es am besten schaffen. Warum damit? Warum da? Bei diesem Boss. Das darf nicht wahr sein. Ja, komm jetzt! Ach, fuck it! Puh. Oh, schnell. Ich kann es nicht glauben, dass ich bei dem Boss hier verkacke wie sonst was. Endlich. War aber wieder ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Und dann werde ich davon getötet. Nein, nicht sagen, dass ich den wieder... Oh, ein Glück. Ich dachte schon, weil ich jetzt hier wieder anfange, müsste ich ihn nochmal von vorne bekämpfen, ey. Boah, wäre das bitter gewesen. Echt nicht zu fassen, dass er das dann... mich das noch am Ende erledigt.